Leute, herzlich willkommen zu Selbstverteidigung verstehen, Episode 7. Guys, ich werde diese neue Folge nach so langer Pause dazu benutzen, nochmal was zum operativen Ziel dieses YouTube-Projekts zu sagen, bevor ich dann von da auf eure Rules of Engagement komme, also wie du damit umgehen sollst. Und dann werde ich den Rest der Episode quasi als Voice-Over realisieren. Würde dich aber bitten, bis am Schluss dran zu bleiben, um dann noch einen wichtigen Nachtrag zu liefern und noch einen Hinweis für die Vorweihnachtszeit. Grundsätzlich bin ich nicht der Einzige, der diese Lageanalyse-Videos anbietet. Das machen viele tatsächlich, aber aus für mich der falschen Perspektive. Die meisten machen das so, dass sie sagen, wie man das Erlebte in dem Video hätte besser richtig machen können. Ne? Und ich habe damit zwei grundsätzliche Probleme. Punkt 1, die Darsteller in diesem Video, die wollten daran nicht teilnehmen. Die haben sich darum nicht beworben. Das ist deren Schicksal. Das ist eine schlimme Erfahrung und sie haben wahrscheinlich dabei auch gelitten. Jetzt zu sagen, dass ich das besser könnte an deren Stelle, ohne dass sie das jemals wollten, wäre wirklich nicht sehr integer. Ich urteile damit über jemanden, der hier großes Leid erfahren hat. Das Zweite ist, ich würde dir die Anleitung bieten, wenn ich das gut mache, wie du diese Lage besser bestehen könntest. Nachteil, es ist nicht deine Lage, und es liegt in der Vergangenheit. Das heißt, ich habe hier nicht nur den falschen Ansprechpartner, sondern auch noch einen falschen Zeitbezug. Es geht also nicht. Ne? Und ich kann nicht alle Lagen auf der ganzen Welt analysieren und hoffen, dass du irgendwann mal eine ähnliche erlebst. Stattdessen ist das Ziel von Selbstverteidigung verstehen ein anderes. Es ist ein abstraktes. Nämlich möchte ich aus diesen Lagen etwas lernen für andere Lagen. Ich will also solche Elemente analysieren, die beobachtbar, wiederholt, überall ähnlich vorkommen. Außerdem möchte ich daraus ableiten, was das für mein Training, für meine Vorbereitung und auch in der Lage zu bedeuten hat. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich von da zu den Rules of Engagement komme, also wie ich mir vorstelle, dass du bestenfalls mit dieser Episode umgehst, ist, wenn du sie kommentierst, was ich mir wirklich wünsche, und wenn du sie teilst, was ich mir noch viel mehr wünsche, ist, dass du Armchair Quarterbacking vermeidest. Armchair Quarterback bedeutet eben genau das, was ich den anderen vorwerfe quasi, also aus der Bequemlichkeit des Sessels, aus dem YouTube-Studio, zu sagen, wie man es einfach hätte besser machen können. Stattdessen, bitte bediene dich nicht dieser Worte, so und so geht es oder so macht das mein Stil XYZ oder man hätte zu dem Zeitpunkt das, bla bla bla. Das interessiert keine Sau außer dir. Was du machen kannst, ist das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, um das muss man sich noch kümmern oder an diesen Kompetenzen möchte ich gerne feilen. Also bitte kommuniziere das so, dass man nicht das hätte besser machen können oder wie man es richtig macht. Gewöhne dieses Jargon ab, wenn man Lagen analysiert und sag stattdessen, ich nehme das zum Anlass, um hierin besser zu werden. Ich hoffe, der Unterschied ist dir klar. Wenn nicht, guck dir irgendein Highlight-Video mit ganz viel Rockmusik an und mach den Lifestyle nach oben. Wir wollen uns hier um Kompetenzen kümmern und dafür ist dieses Video auch gedacht. Damit geht es in die Lage. Guys, wir befinden uns hier im Slavonic American Club in der 6th Avenue in Berwick. Berwick ist eine 10.000 Einwohner starke Kleinstadt im Bundesstaat Pennsylvania, ungefähr 200 Kilometer westlich, also ins Landesinnere von New York City aus. Der Slavonic American Club ist eine Interessengemeinschaft, ist auch ein eingetragener Verein, der so zwischen diesen beiden Kulturen, Slaven, Amerikanern, harmonisiert. Deswegen gehen wir davon aus, dass sich die Kontrahenten entweder kennen oder sich zumindest in dieser Interessengemeinschaft co-identifizieren und das gilt auch für alle Umstehenden. Ist insofern relativ interessant, weil wir es hier technisch, rechtlich gesehen gleich mit einer gefährlichen Körperverletzung zu tun haben, die aber in ihrem Ausmaß, in ihrem Effekt wesentlich milder abläuft, als man das jetzt annehmen würde. Heißt für all diejenigen, die sagen, oh, gefährliche Körperverletzung, den bringe ich um und seine Scheißfamilie auch, jedes Mal würden hier massiv überreagieren. Erster Lerneffekt, zu einem Szenario gehört wesentlich mehr als die rechtliche Einschätzung. Darüber hinaus gibt es ein Vorgeplänkel, das auch dokumentiert ist zwischen den beiden Streitparteien. Wir haben gleich Edgar Farrell, der ganz links sitzt in einem orangefarben-gelben Outfit, der scheint im Vorfeld seinem späteren Aggressor James LeBar in irgendeiner Form auf die Brust oder ins Gesicht geschlagen oder ihn geschubst zu haben. Das geht aus den Unterlagen nicht hervor. Aus den Unterlagen hervor geht jedoch, dass es da ein juristisches Nachspiel gab, in dem beide sich gegenseitig angezeigt haben für Körperverletzungsdelikte. Ich konnte nirgendwo finden, in welcher Höhe das angestrebt wurde oder wie es durchgesetzt wurde. Ich gehe aber davon aus, dass es hier keine massiven Strafen gibt, denn die Lage läuft, wie gesagt, etwas milder ab, ist aber prototypisch für ganz viele und für die Teilnehmer meiner Seminare auch sehr bekannte Phänomene. Insofern jetzt viel Spaß bei dieser Lagebewertung
Ich hoffe, ihr könnt was daraus lernen und wir sehen uns nach dem Voice-Over nochmal hier im Studio. In der ersten Phase der Lage identifizieren wir neben Raum- und Zeitzusammenhängen auch die beiden beteiligten Personen. Zur rechten Seite ist das der Mann, der in diesem Moment das Bier bestellt. Links der Kollege im orangefarbenen Outfit, auf den der Bierbesteller soeben aufmerksam wurde und jetzt nochmal in eine vertiefte Intel-Phase übergeht, indem er sich mit den Damen unter Referenz auf sein Opfer nochmal berät und in diesem Moment in die Phase der Entscheidungsfindung übergeht. Das ist deswegen der Fall, weil er ab diesem Moment nicht wirklich mehr beobachtet werden kann, wie er auf Lagerparameter eingeht. Er trinkt jetzt den letzten Schluck aus und wird jetzt in die Phase der Annäherung übergehen. Bedeutet, er nähert sich seinem Gegenüber und geht ab jetzt nur noch ins Lauern über. Bedeutet, er nimmt nicht mehr aktiv am Szenario teil, sondern beobachtet hier vor allem und wartet auf die Chance, irgendetwas zu tun. Also auch wenn sich im Hintergrund etwas bewegt und gesprochen wird, jetzt sogar die Dame ihn berührt, geht er da in keinem Maß ein, mal auf die linke Hand achten, gibt jetzt ja auch einfach nur so einen kleinen Smack und lauert. An beiden dieser sozialen Interaktionen hat er in keiner Weise teilgenommen, sondern sie quasi so mitlaufen lassen. Stattdessen ist er weiterhin auf sein Opfer fixiert, bis zu diesem Moment, wo er sich jetzt nochmal seine Waffe genauer anguckt und tatsächlich das quasi abnimmt. Wenn jetzt gleich sein Opfer aufsteht, dann könnt ihr auch beobachten, dass er sich ihm nicht normalerweise wie in einem Gespräch nähert, sondern so eine Art Staffel macht, also ein Sidestep, der nichts anderes tut, als diese Auslage vorzubereiten. Das ist jetzt der Übergriff und den gucken wir uns nochmal ganz genau an. Was ihr hier wieder so absolut prototypisch für Gewaltstraftaten seht, ist das Fehlen jeglicher kampfsporttechnischer Güte, sondern ein Stemmschritt wie im Handball oder im Baseball, das Indexen, das Fixieren des Ziels mit der Unterstützungshand und dann einer Wurf- oder Schlagbewegung über die Drehachse der Schulter. Ebenso prototypisch ist das Verhalten des Empfängers von diesem Schlag. Euch kommt das jetzt selbstverständlich vollkommen bekannt aus meinem Podcast vor. Ihr habt ja eine klassische Schrecksekunde, das heißt, das Objekt findet sich einem Stimulus gegenüber, der zu früh in seine Wahrnehmung vorgestellt wird. Der Körper lehnt sich intuitiv, also reflexbogenartig nach hinten. Die Hände kommen hoch, um den Einschlag zu verhindern. Gleichzeitig seht ihr, dass der andere Arm dazu nicht in der Lage ist, denn er hält ein Bier fest, das 1-Million-Euro-Bier heißt. Wir haben hier eine klassische reziproke Hemmung. Ebenso typischerweise schließt sich hier das Streiten um einen Dominanzmoment an. Erst in diesem Moment kann das Bier fallen gelassen werden und es gibt sogar noch eine offensive Handlung, also hier einen Faust- oder Handballenschlag. Die beiden werden getrennt und die Situation wird aufgelöst. Und damit haben wir die Gelegenheit, das Gesehene für dich nochmal zusammenzufassen. Das absolut wichtigste Learning aus diesem Video ist selbstverständlich, dass Gewalt eine Aberration von Verhalten ist. So können wir vor einer Gewalttat in der Regel eine Vielzahl von intra- und interpersonellen Prozessen beobachten, also solchen Vorgängen in Personen und zwischen Personen, die uns extrem viele Hinweise darauf geben können, dass das gleich gewalttätig wird. Wenn wir wissen, worauf wir hier achten müssen und die Tools besitzen, damit umzugehen, sind wir viel besser aufgestellt, als wenn wir uns nur auf Nahkampf spezialisieren und ausschließlich Kampfsport als Ressource haben. Ganz analog dazu sind es meist Gemütsbewegungen, die der Motor hinter solchen Gewaltstraftaten sind und nicht etwa ein taktisch oder technisch richtiges Vorgehen. Das kann man insbesondere in den Einzelfällen beobachten, in denen zum Beispiel MMA-Profis ihre Frauen verhauen, dann tun sie das nur in Ausnahmefällen mit einem Triangle Choke, sondern in der Regel mit ganz einfachem, stumpfem Trauma zum Kopf. Ein Vorbereitungstraining gegen Gewaltstraftaten sollte also die Intensität und die Plötzlichkeit in den Fokus nehmen und nicht etwa technisches Vorgehen verschwerpunkten. Mit Blick auf die Dynamik der Kampfhandlung möchte ich dir dringend empfehlen, dich mit der Physiologie der Schrecksekunde auseinanderzusetzen. Insbesondere mein Podcast oder meine Seminare können dir da extrem weiterhelfen. Darüber hinaus sehe ich hier schon der taktische Imperativ für die Behandlung der reziproken Hemmung nahegelegt. Wenn du merkst, dass deine Lage am Eskalieren ist, wenn eine Gefahr droht, mach deine Hände frei, das heißt nicht an der Pistole, der Weste, den Notizzettel oder dem Bier festhalten, denn diese Hand kann dir zu Schutz- oder Angriffsmaßnahmen nur dann zur Verfügung stellen, wenn du dich selber emotional unter Kontrolle hast und dein Gegenüber momentan körperlich dominierst. Ja, das soll schon gewesen sein mit diesem ersten SV-Verstehen-Video nach der langen Pause. Ich denke, es gibt jetzt noch ein kleines Schlusswort, vielleicht ein bisschen Werbung und eine wichtige Ankündigung. Also ich übergebe zu mir selber zurück ins Studio. Du als Zuschauer erfährst jetzt noch zwei Aufträge, um die ich dich quasi bitte. Das eine natürlich, lass ein Like da, abonniere den Kanal, teile das Video, kommentiere wie Sau. Was die Inhalte angeht, bitte halte dich dabei an die Rules of Engagement. Darüber hinaus würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir sagst, wie ich dieses Format, also Selbstverteidigung verstehen, vom Outfit noch optimieren kann. Findest du sinnvoll, dass es vorher und nachher eine Ansprache gibt? Möchtest du das alles nur als Voice-Over? Ist die Sprache zu schnell, zu fachspezifisch oder zu unspezifisch? Lass mich das bitte wissen in den Kommentaren. Ansonsten
möchte ich dir als Dankeschön für die Unterstützung des Kanals anbieten, in den nächsten 2 Wochen bitte keines meiner Tapes zu kaufen. Hat den Hintergrund, dass ich, und das ist den Leuten zu verdanken, die die Tapes bis jetzt gekauft habe, meine Einspielergebnisse vor ein paar Wochen erzielt habe. Und deswegen werde ich so um die Weihnachtszeit, vielleicht auch zwischen den Jahren, einen massiven Sale-Discount anbieten, der wirklich substanziell ist. Also wenn du das Tape noch nicht gekauft hast, tu es jetzt bitte nicht. Es wird auch im nächsten Podcast keinen Hinweis darauf geben, sondern es gibt dann, wie gesagt, so um die Weihnachtszeit nochmal einen Sale. So, in diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, du konntest hier was mitnehmen und ich freue mich auf nächste Woche. Geht's weiter mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Was? Leute, herzlich und Edgar.